Jo, und damit dann herzlich willkommen zu Version, also zur Mindtest-Version 0.4.0. Die erste, naja, moderne Version. Also die erste Version, wo Mindtest quasi so ist, wie man es auch heutzutage kennt. Weil mit der Version 0.4, deswegen hat sich ja auch die 3 zur 4 geändert, gab es halt eine große Umstellung. Das heißt, das bisher gekannte, dass Mindtest ein Programm war, also die Engine und das Spiel kombiniert, wurde aufgespalten. Das heißt, es gab jetzt die Mindtest Engine, also Mindtest als solches, und das eigentliche Spiel wurde halt abgespalten zu Mindtest Game. Die ganzen Sachen, die also im Spiel integriert waren, wurde also alles nach Lua portiert und ausgelagert. Das sieht man auch an der entsprechenden Ordnerstruktur, Games. Da ist jetzt das eigentliche Spiel drinne. Ansonsten, was auch noch neu dazu kam, ist, es gab auch mehrere Welten. Das heißt, man konnte halt nicht nur eine Welt haben, und wenn man die überdrüssig war, musste man die Welt löschen und dann könnte man erst von vorne anfangen quasi. Sondern man konnte jetzt tatsächlich auch mehrere Welten benutzen. Und das Größte, was dadurch hinzukam, dass jetzt das Spiel abgespalten wurde, ist auch die Möglichkeit, relativ easy Mods zu etablieren. Und also es gab halt einen richtigen Mod-Ordner. Und den konnte man halt auch im Spiel direkt. Wir können ja einfach mal kurz reingucken. Ne? Man hatte seine Singleplayer-Welt. Da konnte man eine richtige Welt anlegen, neu. Dann konnte man halt den Weltnamen vergeben und konnte sagen, okay, das soll mit dem Spiel oder mit dem Spiel passieren. Und wenn man dann ein Spiel hat, wo dann einfach stand, weiß nicht, Let's Play, Create, dann konnte man sagen, okay, konfigurieren. Und in dem Fall ist jetzt hier Nothing hier, weil ich halt keine Mods habe, die man da hinzufügen konnte. Ne, bei mir ist der Ordner noch leer. Aber man konnte halt Mods hinzufügen und die konnte man dann hier halt konfigurieren. Und genau, das war halt damals quasi das sogenannte komplette Nonplusultra, weil ab da konnte man halt richtig, ja, Mindset nach seinem eigenen Belieben anpassen. Ab da gab es auch Texture Packs, wenn ich mich nicht ganz irre. Es gab richtig Multiplayer und Singleplayer, das wurde also endlich mal aufgespalten. Das heißt, man hatte nicht mehr nur das Fenster hier und musste das hier freilassen, sondern man hatte halt, wenn man selber spielen wollte, halt seine verschiedenen Welten und konnte halt, wenn man Multiplayer spielen wollte, konnte man hier halt die Adresse eingeben. Sowas wie eine offizielle Liste gab es aber auch noch nicht. Also man musste die Adresse tatsächlich damals im Forum, ne, da gab es ja auch schon das Mindtest-Forum. Und dann hatten halt die Leute, die halt einen Server betrieben haben, hatten halt ihre Posts gemacht im Forum mit, ja, hallo, ich habe einen Server und der Adresse, mit der und der IP, oder der und der IP und mit dem und dem Port. Bitte das bei euch eintragen und dann könnt ihr euch verbinden. Easy. Man konnte aber auch selber relativ easy unter Advanced eigene Server erstellen, indem man hier halt hier unten halt eine entsprechende Welt ausgewählt hat. Und dann halt einfach, ne, sein Port angegeben hat und ja, damit dann halt den Server selber starten konnte. Ansonsten wurde Settings ausgegliedert. Es hat sich nicht so viel geändert. Das waren genau die drei Optionen, die man auch aus der anderen Version kannte. Aber es gibt endlich die Möglichkeit, in-game seine Tasten abzuändern, so wie man es braucht. Ja, man sieht ja auch schon meine Tastaturbelegung, die ist nämlich ein bisschen anders. Ich habe Sneaken auf Q, Jump habe ich auf L-Shift, Drop dementsprechend auf die Back-Taste. Das sind halt die drei Sachen, die ich schon mal ändere. Ansonsten alles andere halt auch soweit gleich. Aber halt die drei Sachen ändere ich halt immer. Und deswegen komme ich immer bei neuen Versionen oder bei Versionen, wo man die Tasten nicht ändern kann, halt immer schön durcheinander. Aber gut, das ist jetzt eine andere Story. So. Ab der Version 0.4, wie gesagt, auch Subgames.
Und wir können uns mal dieses Standard-Mind-Test-Game mal angucken. Das ist das, was drin ist. Standardmäßig in Mind-Test. Da hat man quasi alles das, was damals unter Mindtest Version 3.1 vorhanden war, wurde zusammengefasst unter Default, GIF Initial Stuff und Legacy. Default war alles, was Blöcke anging, heißt also Grasblöcke, Wasser, Luft, Bäume, alles das wurde hier zusammengefasst. Die Texturen erkennt man auch weitestgehend wieder. Alles, was so Mobs war, also Tiere und Monster wurden aus dem Spiel entfernt. Gab es ab jetzt also nicht mehr. Ab jetzt war das Spiel tot. Das heißt, man konnte ja jetzt Mods hinzufügen. Und wer halt Tiere haben wollte, hat diese halt mittels Mods hinzugefügt. Man konnte aber alte Welten hier importieren. Und wenn in der Welt bereits Mobs drin waren, wurden die hier auch weiterhin in dem Sinne unterstützt. Dafür war diese Legacy-Mod. Die hat quasi dafür gesorgt, dass Tiere, die in der Welt bereits drin sind, auch weiterhin existieren konnten und man da nicht so eine Blöcke hatte mit unbekanntes Objekt oder sowas. Ob selber noch Tiere gespawnt sind, ich glaube es nicht. Ich will mich darauf jetzt aber auch nicht festlegen. Auf jeden Fall galt halt Version MyTest 4 als erste Version, ab der es offiziell keine Mobs mehr gibt. Das heißt, ab hier muss man alles per Mods, also Mobs und Mods, klingt immer so ähnlich, musste man halt die Mobs durch Mods hinzufügen. Genau. Ja, GIF Initial Stuff kannte man ja auch schon damals. Das heißt, wenn man ein Spiel gestartet hat zum ersten Mal, hat man halt am Anfang Stuff bekommen. Und die ersten wirklich Neuerungen, die so komplett geil, wie krank ist das denn? Das waren halt die Sachen hier, die wirklich komplett neu waren. Das heißt, man konnte jetzt Eimer erstellen, mit denen man Wasser transportieren konnte. Es gab endlich fucking Türen. Holy shit. Das heißt, man konnte jetzt auch richtige Häuser bauen, wo man auch eine Tür auf und zu machen konnte. Yay. Und vor allen Dingen, was halt gestaltungstechnisch komplett neue Möglichkeiten geboten hat. Stufen, also Stairs und Slabs. Beides ist ja eine Mod in dem Moment. Ne? Das Zeug hier fügt Stairs und Slabs hinzu. Genau. Ja. Das heißt, das Spiel war auf einmal zu viel, viel mehr in der Lage. Und vor allen Dingen halt das Größte, das, was halt Mindtest 4 zu dem macht, wie wir es heute kennen, ist halt Mods. Man kann Server hosten, indem man auch eine Areas Mod hinzufügen kann. Man kann weitere Tiere hinzufügen. Man kann, weiß nicht, man kann alles hinzufügen. Halt Mods. Ne? Gab es damals auch schon eine riesige Community drunter. Wir spielen einfach mal ganz kurz. Okay, ist ein bisschen dunkel. So. Auf den ersten Blick sieht man auch ein paar Sachen, die jetzt auch so hinzukamen. Zum Beispiel Wüstenbiome. Also, ne? Erstens Biome als solches gibt es jetzt auch. Ab jetzt ist offiziell der MapGen Version 0.6 draußen. Wow. Nicht 0.6, also Version 6 draußen. Das heißt, ab jetzt gibt es auch richtige Biome. Solange man den V6 MapGen auch genutzt hat. Und halt. So, die Biome, die es halt jetzt gibt, sind halt Eisbiome. Es gibt halt jetzt auch Eis und halt Wüste mit Desert Sand und Desert Stone. Es gibt halt auch die normale Wüste mit weißem Sand, so wie man den da sieht. Und ansonsten, ja, Tiere gibt es jetzt wie gesagt keine mehr, die standardmäßig rumlaufen. Das heißt also, die Welt an sich ist ein bisschen leerer geworden. Aber wie gesagt, wer die halt haben wollte, konnte sie halt damals per Mods hinzufügen. Ich muss persönlich sagen, ich habe mein Test halt damals nur so genutzt, wie ich es kannte. Das heißt, solche Sachen wie Mods habe ich damals überhaupt nicht genutzt. Dementsprechend kannte ich früher auch Tiere gar nicht.
Ich hatte halt bei der Version 0.3.1 habe ich halt gespielt. Da habe ich mal ganz kurz die Ratten kennengelernt, aber die waren halt nicht Bestandteil meines Gameplays, weil ich war halt in meinem Haus die meiste Zeit oder unter Höhlen, also unter Tage, und bin dann halt auch relativ schnell auf Version 0.4.10 umgestiegen. Und wie gesagt, ab da gab es dann keine Tiere mehr. Das heißt, bis ich meine ersten Tiere kennengelernt hatte, da ist ein bisschen Zeit vergangen. Wie gesagt, man sieht ja auch keine Tiere mehr rumrennen, weil Mobs waren halt verfügbar, aber nur aus Kompatibilitätsgründen. Standardmäßig sind keine rumgelaufen. Ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Konnte man ja alles manuell verändern. Ja, ansonsten viel zu zeigen gibt es jetzt hier so nicht mehr, weil entweder sind es Sachen, die man bereits aus der Version 3.1 kannte oder von heute kennt. Spielmechanikmäßig hat sich also nicht so viel verändert. Was sich verändert hat, ist das Inventar. Ab jetzt sieht das Inventar viel moderner aus. Und das Inventar... funktioniert auch endlich so, wie man es heutzutage kennt. Man kann also die Items ziehen. Na, so wie man es heutzutage kennt. Das heißt, wie gesagt, eigentlich ist Version 0.4 genau das, meintest, wie man es heute kennt, nur halt mit etwas weniger Feature. Also, dass es halt in der Umwelt weniger Sachen gibt. Es gibt zum Beispiel noch kein, Kupfer gibt es halt noch nicht. Es gibt, ja, ansonsten gibt es eigentlich relativ viel. Wir können ja auch mal hier zum Beispiel, ne, so einen Baum abbauen. Die Blätter, die spawnen jetzt auch, glaube ich. Gucken wir einfach mal. Ja, genau. Die Blätter despawnen. Und ab jetzt fallen auch offiziell Saplings runter. Yay. Man sieht aber auch, dass die Texturen damals noch komplett whites waren. Das heißt, wenn die Dinger runterfallen. Kannst du noch mal eins runterfallen, damit ich sein kann? Bitte. Ich hasse dich. Auf jeden Fall, wenn man hier sowas hingepackt hat, dann hat man halt generell das von der Kamera aus gesehen. Es war halt also diese typische Sprite-Grafik. Und nicht so wie heute, dass das falls wirklich... Ja, es dreht sich halt nicht mehr vor der Kamera, wenn man die Kamera dreht, sondern es ist halt Bestandteil der Welt. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, haben halt, wie gesagt, die Grundmechaniken... Die waren halt ab der Version 0.4.0, so wie man es alle heute kennt, mit dem Menü, mit dem Droppen von Blättern, dass Bäume Äpfel haben, die dann auch runterfallen und all dieses ganze Gedöns. An sich gibt es hier also nicht mehr viel zu sagen. Ist halt so, wie man es heutzutage auch kennt. Es gibt noch nicht so viel, aber das, was es gibt, ist 1 zu 1 so, wie man es heute kennt. So, wir können ja auch mal hier so ein bisschen Holz. Die Texturen haben sich auch geändert, ne? Man sieht, die Texturen sind jetzt auch alle so, wie man es hier heute kennt. Das war ja bis Version 3.1, sahen die Texturen ganz anders aus. Es gab tatsächlich viele Leute, die die alten Texturen schöner fanden. Und deswegen gab es auch für meinen Test Version 0.4.x, also für die 0.4er Generation, gab es auch Texture Packs, die dann so aussahen wie 0.3. Ich persönlich gehöre jetzt nicht dazu. Ich finde die Texturen von 0.4 schöner. Aber, ne, das ist ja das Schöne an Texture Packs. Wer es so mag, der kann sie benutzen. Wer nicht, der nicht. Ach, schau mal einer an. Okay, sorry, pardon, ein Schritt zurück. Stein hat doch eine extra Rolle. Stein, wenn man das abbaut, ist quasi Cobblestone. Aber Cobblestone sah früher aus wie das, was man heutzutage als Stone Bricks kennt. Das heißt, Stone Bricks an sich gab es damals noch nicht, aber Cobblestone hatte quasi deren Rolle. Das heißt, man konnte das hier schon direkt verwenden, ohne dass man dafür jetzt das Stein erstmal brennen musste und dann viel zusammensetzen musste, damit daraus halt Stone Bricks werden, sondern ja, das, was du abbaust, ist quasi Stone Bricks. Und daraus kannst du dann mit einem Ofen wieder normalen Stein machen. Ja, war das Häuserbauen quasi ein bisschen einfacher.
aber gut, war halt so. Und was halt wie gesagt geht, seit damals sind halt Slaps und Stairs. Also die Sachen, die man noch heutzutage kennt. Ja, das war falsch. Tada! Ja, früher war es auch so, dass wenn du Werkzeuge hattest oder Sachen, die du an sich nicht normalerweise bauen konntest, konntest du sie, wenn du sie mit Rechtsklick geklickt hast, einfach dahin werfen. Also, wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick mit dem Stock hinklicke, bei modernen Mindset-Versionen passiert da gar nichts. Damals hast du den Stock dahin gepackt. Genauso wie auch Werkzeug. Wenn du mit Werkzeug Rechtsklick geklickt hast, hast du das Werkzeug dahin gepackt. War ein bisschen seltsam. Also aus heutiger Sicht ist es ein bisschen seltsam. Damals war das halt so. Da war das halt ne, komplett legitim. Da war das normal. Kannte man halt nicht anders. Genau. Ansonsten, ja. Wie gesagt, seit dieser Version ist halt alles das vorhanden, was man noch heutzutage kennt. Von daher werden jetzt auch die Sprünge von den Videos ein bisschen größer. Das heißt, den nächsten Sprung, den ich zeigen werde, wird dann erst Mindtest-Version 0.4.10 sein. Die Version, die ich auch zum ersten Mal richtig kennengelernt habe. Von daher, viel Spaß auf das nächste Video.